Liebe Freundinnen und Freunde in der Ukraine, liebe Ukrainerinnen und Ukrainer hier in Deutschland, zum heutigen Unabhängigkeitstag Ihres Landes gratuliere ich Ihnen von ganzem Herzen. Eigentlich sollte dies ein Tag fröhlicher Konzerte, Picknicks und Paraden sein unter dem blauen Sommerhimmel der Ukraine, in Städten und Parks oder in Dörfern auf dem Lande. Doch der dunkle Schatten des brutalen russischen Angriffskriegs lastet schwer, auch auf diesem 24. August, genau 6 Monate nach Kriegsbeginn. Unsere Herzen sind bei denjenigen, die den russischen Kriegsterror Tag für Tag mit ihrem Leben bezahlen, die verstümmelt und verwundet werden. Zehntausende unschuldiger Frauen und Männer und Kinder in der Ukraine. Auch heute wieder. Wir trauern mit denen, die Freunde oder Familienangehörige verloren haben, die fliehen mussten aus der geliebten Heimat oder von russischen Besatzern verschleppt wurden, die ihr Hab und Gut durch russische Bomben, Raketen und Artilleriegeschütze verloren haben. Mein Besuch im kriegszerstörten Irpin werde ich nie vergessen. Unsere Gedanken sind bei denen, die derzeit in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten leben und leiden müssen, auf der Krim und im Donbass, in Cherson und im Oblast Saporischschja, der Wiege des Kosakentums. Und wir denken an die Helden der Ukraine, an die Männer und Frauen, die ihre Heimat seit nunmehr 6 Monaten tapfer gegen den brutalen Aggressor verteidigen. Ihr Mut beeindruckt uns alle. Morgen werde ich einige von Ihnen treffen. Ukrainische Soldatinnen und Soldaten, die derzeit hier in Deutschland an Luftabwehrpanzern ausgebildet werden, an Panzern, die wir der Ukraine liefern. Und wir werden weiter Waffen liefern, von der Panzerhaubitze bis zum Flugabwehrsystem, Monat für Monat. Wir werden weiter ukrainische Soldatinnen und Soldaten an modernstem europäischen Militärgerät ausbilden. Wir werden unsere Sanktionen fortsetzen. Wir werden die Ukraine finanziell unterstützen und helfen beim Wiederaufbau der zerstörten Städte und Dörfer. Unsere Züge werden weiter ukrainisches Getreide laden und an Europas Häfen transportieren. Unsere Krankenhäuser werden weiter verwundete ukrainische Soldaten behandeln. Unsere Grenzen und unsere Herzen bleiben offen für alle, die vor Russlands Terror fliehen müssen. Fast 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer sind in den vergangenen Monaten zu uns gekommen. Über 150.000 Mädchen und Jungen gehen hier in den Kindergarten oder zur Schule. Ich kann mir vorstellen, wie schmerzlich sie ihre Heimat vermissen und allzu oft auch Väter und Ehemänner, Freunde und Söhne, die in der Ukraine geblieben sind. Ich möchte, dass sie wissen, sie sind hier in Deutschland bei Freunden. Sie sind uns von Herzen willkommen. Nachbarn helfen einander in der Not. Deutschland steht daher fest an der Seite der bedrohten Ukraine, heute und so lange, wie die Ukraine unsere Unterstützung braucht. Das, was unser Europa ausmacht, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus und Demokratie, all das wird heute in der Ukraine verteidigt. Beim Europäischen Rat im Juni haben wir gesagt, ja, die Ukraine hat einen festen Platz in diesem freien Europa, und zwar als Mitglied in der Europäischen Union. Ihr Blau und Gelb und das blau-gelbe Sternenbanner Europas gehören zusammen. Gemeinsam mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden wir daher Ende Oktober in Berlin eine internationale Wiederaufbaukonferenz ausrichten und die Weichen für die Zukunft der Ukraine stellen. Das in Freiheit und Demokratie vereinte Europa ist viel stärker als Russlands rückwärtsgewandter Imperialismus. Liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, Ihr Land wird den dunklen Schatten des Kriegs vertreiben, weil es stark ist und mutig und weil es Freunde hat in Europa und überall auf der Welt. Wir sind stolz, uns zu diesen Freunden zählen zu dürfen, heute und in unserer gemeinsamen europäischen Zukunft. Slava Ukraini!